zum Aufpassen dabei haben. Okay, wir kommen zu den 125ern, die Klasse 14 bis 18. Noch nicht ganz so international das Feld, aber wir möchten Gelegenheit haben, uns die Jungs anzuschauen und die haben Gelegenheit, sich auch die Strecke anzuschauen. Warum? Das ist kein Quali-Rennen für die. Das ist der Decider. Das ist das Finale. Das ist die Entscheidung um den Mini-Prinzen-Titel hier und heute. Pole Position, überraschend. Für den Mann aus Frankreich die 505. Applaus für Dorian Koch. Entschuldigung, ich hatte um Applaus gebeten. Wir üben das nochmal. Applaus für den Pole-Setter, für Dorian Koch. Platz 2, gestern schon aus dem Podium, der bisher beste Deutsche, Pius Bergmann. Auf der dritten Startposition ein weiterer deutscher Pilot und das ist Justin Weihrauch. Auch die 54 kommt aus Deutschland, sein Name Lukas Schwarz. Mit der 37 für Sals Racing, für das Heimteam hier, der Deutsche Karl Masuri. Aus Tschechien kommt die 99, kommt Petr Raturski. Mit der 22 dann ein weiterer Deutscher, Jonas Prochnow. Und die 92, ein weiterer Deutscher, Colin Kran. Ja, leider zwei starke Fahrer schon raus, nämlich Oskar Tonin, der Sieger vom Freitag, der kleine Franzose, gestern nicht gestürzt, aber vom Raster abgerutscht, vom Fußraster abgerutscht, einmal kurz aufgetappt und Fuß böse verstaucht. Und Magnus Smith, der gestern den Titel schon holen konnte, auch er nicht mit dabei. Und damit haben wir hier mal eine komplett neue Ausgangslage im Kampf hier um die Meisterschaft. Also das ja, könnte schon mehr als interessant werden, das Thema. Und Holdshot für Deutschland, für Pius Bergmann. Bergmann übernimmt hier die Führung in diesem Rennen. Ist aber da deutlich unter Druck von der 99, nämlich vom Petr Raturski. Und dahinter Dorian Koch. Die drei haben sich schon deutlich abgesetzt von den Verfolgern. Bergmann, Raturski, Koch. Alle anderen haben im Moment mal nichts mit der Entscheidung zu tun, auch wenn dahinter toll gefightet wird. Prochnow, Weihrauch und Masuri. Und vorne ist es weiter Pius Bergmann. Aber der ist unter Druck von Petr Raturski, der kleine Tscheche. Ein absoluter Beißer hier, ein Kämpfer. Ein Fighter und der lässt nicht locker. Dorian Koch fällt ein bisschen ab, aber nichtsdestotrotz, auch ihn müssen wir noch mit auf der Rechnung haben. Denn ruckzuck ist hier der Dritte der französischen Meisterschaft in dieser Klasse wieder dran an den beiden Spitzenreitern. Und Dorian Koch attackiert jetzt sogar Raturski. Hatte ein bisschen gebraucht, um ins Rollen zu kommen.
So, da hat es einen Sturz gegeben dort hinten. Raturski, ja, Steherinnen gegen Koch. Und ihr seht es, die jungen Wilden, all in definitiv. Aber gut für Pius Bergmann, der damit die Führung ausbauen kann, der Deutsche. Hat jetzt einen Vorsprung von fast 2 Sekunden bei Halbzeit dieses Rennens. Raturski hat sich etwas befreien können, der Zweite, die 99 von der 505 von Dorian Koch. Oh, wilde Kreuzlinien und Koch nutzt den Fehler von Raturski und Koch damit wieder zweite Position. Und das heißt aufpassen für Pius Bergmann. Jetzt hier in den letzten 3 Runden. Erste Überrundung steht an für den Bayern, der für das Sturm Racing Team unterwegs ist. Der lange, ganz ruhiger Vertreter, aber hat einen super Style. Und Raturski, kernige Entsorgung von Dorian Koch. Und da hinten kommt schon Justin Weihrauch angefahren. Und damit Weihrauch jetzt Dritter. Koch muss jetzt erstmal schauen, wo er wieder in die Strecke hinein kann. Fährt hier quer durch die Arena. Aber er hat sowieso seinen Top-3-Platz verloren. Denn auch Karl Massuri ist vorbei am Pechvogel. Und Justin Weihrauch führt jetzt hier mit 3 Sekunden vor Raturski. Riesenrennen hier, fette Action. Letzte Runde, der Deutsche in Führung. Kann ich Dortmund mal hören für Pius Bergmann? Das sieht gut aus, ein letztes Mal hier. Durch die Whoops, der lässt sie überhaupt nicht verrückt machen. Vorletzte Kurve. Jetzt hier ganz auf sicher. Wie ein Routinier zieht er die Nummer hier durch. Und der Sieg geht nach Deutschland. Geht an Pius. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Gratulation von Raturski. Und Platz 3 noch für Justin Weihrauch. Ganz, ganz knapp hier vor Karl Massuri. 400stel Sekunden die Entscheidung um Platz Nummer 3. What a bummer, what a finish. Wahnsinn, Wahnsinn. Schickt die Jungs noch mal mit einem Applaus hier in die Ehrenrunde. Klasse, lieben Dank für euren Applaus, die Zweitakter, die Smoker und für euch oben auf den Video-Walls nochmal das Ergebnis zum Mitlesen. Pius Bergmann gewinnt nicht nur das Sonntagsrennen hier in der Westfalenhalle, sondern damit ist er auch neuer Juniorprinz von Dortmund. Freitag knapp am Podium vorbei. Mit Platz Nummer 4, gestern dann der Zweite und heute Platz Nummer 1. Und das passt am Ende für unseren neuen Juniorprinzen. Gleich natürlich die Siegerehrung. Da unten natürlich die Glückwünsche an Pius Bergmann. Klasse Geschichte. Und auch wenn die Jungs natürlich die ganze Nummer die ganze Saison über machen, ist das hier natürlich was ganz Besonderes. Vor der rappelvollen Westfalenhalle sich feiern zu lassen. Erst da unten bei den Fotografen, bei den Teammitgliedern, bei den Familien. Und dann natürlich gleich auch noch hier oben auf dem Podium. Und ich sehe den einen oder anderen schon aufstehen. Wir haben noch mehr
als nur die Siegerehrung für unsere Zweitakter. Das ist neu in diesem Jahr beim Supercross. Also habt noch ein bisschen Geduld mit dem Getränke oder Bratwurst holen. Es kommt gleich noch was vor der Pause. Unter anderem, wie gesagt, zunächst mal die Siegerehrung für unsere Zweitakter, die ja zum ersten Mal am Sonntag hier überhaupt mitgefahren sind. In den letzten Jahren immer freitags und samstags am Start. In diesem Jahr zum ersten Mal offiziell Teil vom ADAC SX Cup und deswegen hier an allen drei Tagen am Start. Da unten wird noch ein bisschen sortiert, denn die Siegerehrung ist natürlich immer ein offizieller Teil und deswegen muss das alles seine Richtigkeit haben. So, und der Grund, warum das alles noch ein bisschen gedauert hat, jetzt kann ich es euch ja sagen, Petre Raturski, der Zweite, der ist aus der Wertung ausgeschlossen worden und deswegen haben wir natürlich ein neues Podium, zumindest mal hinter Pius Bergmann, also an dem Ausgang der Mini-Prinzen-Wertung ändert das nichts. Aus deutscher Sicht ist das aber alles andere als verkehrt, denn wir haben hinter Pius Bergmann damit jetzt Justin Weihrauch als Zweiten auf dem Podium und Karl Massuri auf 3, also ein komplett deutsches Podium bei den Zweitaktern, das hier gleich zu uns kommt, wenn sich das da unten alles rumgesprochen hat und wenn die Jungs hier bei uns im Turm sind. Und das ist nochmal für euch oben auf den Video-Walls das korrigierte Endergebnis zum Mitlesen. Und da steht dreimal schwarz, rot, gold an der Spitze. Pius Bergmann, Justin Weihrauch und Karl Massuri. Ein überraschender Rennausgang bei den Smokern, bei den Zweitaktern. Allein durch Magnus Smith, der in den letzten paar Tagen eine große Dominanz hingelegt hat. Das hat heute anders ausgesehen. Schade, dass er nicht mit dabei gewesen ist, denn da ist natürlich ein richtig starker Mann abhanden gekommen. Aber sei es wie es sei, wir haben final unsere drei hier unten für euch bereit zur Siegerehrung. Und jetzt Dortmund einmal alles geben. Komplett deutsches Podium bei den Zweitaktern, bei der SX 125. Platz Nummer 3, Karl Massuri! Das Rechte ist es, aus der Sicht der Fotografen. Nimm das hier vorne, wo die drei vorne dran stehen. Nächstes Jahr machen wir das hinten auch drauf. Dann finden es alle. Er war natürlich jetzt auch schlecht vorbereitet, aber da steht er mit seinem Pokal. Dann kommt der Zweite, ebenfalls aus Deutschland, Justin Weihrauch. Platz 2 hier in Dortmund. Und dann der Sieger, nochmal Deutschland. Nee, Moment mal, jetzt machen wir erst Pokale, eins nach dem anderen. Da ist die Trophäe für den Justin. Und dann Dortmund kommt euer Sieger, der Zweitakter am Sonntag aus Deutschland, Pius Bergmann! Pokale haben die Jungs schon.
Und damit gibt's jetzt noch eins, nämlich den verdienten Siegersekt. Nochmal Jubel für unsere Top 3. Deutsches Podium in der SX 125. Karl Masuri, Justin Weihrauch und der Sieger Pius Bergmann. Alles trocken geblieben? Sehr gut, wunderbar. Wir wissen schon, warum wir das mit dem Schirm machen. So, da sind die drei nochmal. Nach der Champagner-Dusche hier oben auf dem Podium. Und ich grätsche es einfach mal rein. Karl musste sich gerade erstmal ein bisschen orientieren, weil das Podium kam jetzt echt unerwartet, oder? Ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ich ja eigentlich Vierter geworden wäre. Deswegen bin ich auch gleich zurück ins Fahrerlager. Aber ich bin so froh, dass ich endlich mal ein Podium geschafft habe. Und ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die hier sind. Meine Fans, meine Familie, KTM Saarholz, alle. Wir freuen uns alle mit dir. Ganz lieben Dank, herzlichen Glückwunsch, Karl Masuri! Justin Weihrauch, Platz Nummer 2 vor einer rappelvollen Westfalenhalle. Geile Sache, oder? Richtig geile Sache. Nach den 2 Tagen, die ja nicht so gut gelaufen sind für mich, ist der 2. Platz jetzt zum Sonntagnachmittag echt geil. Super. Lieben Gruß und großen Applaus, Justin Weihrauch. So, und wir, Pius, wir fangen jetzt mal langsam an, weil da kommt ja gleich noch was. Bleiben wir erstmal bei dem Rennen von heute. Sah natürlich entspannt aus, als die alle hinter dir plötzlich weg waren, aber wir sehen es ja auch bei euch, ihr seid echt richtig platt nach den Runden hier, ne? Ja, also die Vorbereitung war heute echt top. Ich war top in Form in der Früh wieder. Start war mega. In den ersten 2 Runden war es noch nicht so flüssig. Und dann kam der Flow auf und dann ist halt so gut gelaufen. Und ich hatte einfach vollsten Maximum Spaß und es war dann einfach geil. Und dann ging es halt auch einfach auf 1 zu Ende. Dortmund, das ist euer Zweitaktpodium am Sonntag. Karl Masuri, Justin Weihrauch und Pius Bergmann. Das ist Teil 1 der Siegerehrung bei den Zweitaktern. Aber ihr wisst, wir machen auch bei unseren Smokern eine Wochenendwertung. Also die Ergebnisse Freitag plus Samstag plus Sonntag. Und da hatten wir an den bisherigen beiden Tagen mit Magnus Smeed einen dänischen Dominator, der heute nicht mit dabei war. Und das in Kombination mit der klasse Fahrt von unserem Sieger, den wir... Geh ruhig nochmal runter, du kriegst deinen Auftritt. Ich ruf dich gleich. Das in Kombination mit unserem großartigen Sieger von heute sorgt dafür, dass der Juniorprinz von Dortmund 2020 aus Deutschland kommt. Und wenn euch das freut, dann jetzt mal richtig Krach machen für euren Juniorprinzen, für Pius Bergmann! So, ich weiß ja nicht, wie der Pius wohnt und weil man so einen Pokal recht schwierig an so mancher Wand befestigen kann, bekommst du noch eine Kleinigkeit, die man ein bisschen besser aufhängen kann. Dreh dich mal um. Das ist das Jersey mit der 1 für den neuen Juniorprinzen. Können wir gerne hier oben lassen fürs Foto. Komm, schnapp's dir gerade und dann einmal noch, genau, aufs Treppchen und dann gerne auch nach vorne zu den Fotografen. Genau, so passt das. Still picture in slow-mo, ho-ho. Now it's Dorothy and Toto over the rainbow. Still
Dortmund, sagt ein letztes Mal Danke für den neuen Zweitaktprinzen, für den Juniorprinzen aus Deutschland, Pius Bergmann! So, und damit geht der Blick hier vom Turm runter in Richtung der Rhythm Section da vorne. Und wenn ich das hier in der Dunkelheit richtig erkenne, hat Tommy seinen Anzug in die Reinigung gegeben. Was ist denn los? Hallo. Hallo Lukas. Hallo Tommy. Ja, während du da oben Feierstunden hast mit jungen deutschen Siegern. Darf ich dich unterbrechen? Nein. Ich habe vor lauter Feierei was vergessen. Ach. Hast du wie... Ja, dritte Tag, ne? Du wirst auch nicht jünger. Nee, jetzt haben wir hier einen deutschen Juniorprinzen und